Heute sind wir auf einer Bahnstrecke unterwegs, die ich euch schon teilweise gezeigt habe, mit einem Zug, den ich euch auch schon gezeigt habe, aber noch nicht in dieser neuen Kombination, denn wir fahren heute mit einem Integral auf der Strecke der Regiobahn, der S28, jetzt aber nicht mehr nur von Mettmann aus Richtung Düsseldorf, sondern neu von Wuppertal aus. Und hier starten wir auch eben gerade in der Renovierung befindlichen Bahnhof von Wuppertal, dem Hauptbahnhof. Und hier ist nun der neue Start- und Endpunkt der Linie S28. Und hier kommt auch schon der Integral. Der Integral war bis vor kurzem, bis ungefähr Mitte des letzten Jahres, bei der BOB, der Bayerischen Oberlandbahn, im Einsatz. Diese wurde dann mit verschiedenen anderen Bahnen, die alle zu Transdev gehören, zur BRB, der Bayerischen Regiobahn, zusammengefasst. Und dabei wurden die Integralzüge auch durch neue Lint-Züge ersetzt. Der Integral kommt nur noch auf dieser Strecke hier zum Einsatz, denn er war vorher auch nur bei der BOB im Einsatz. Und nun hat eben die Regiobahn alle Züge übernommen und die fahren jetzt eben hier auf der S28 der S-Bahn Rhein-Ruhr. Wir starten jetzt also hier im Wuppertaler Hauptbahnhof und fahren jetzt erstmal hier bis Wuppertal-Vohwinkel auf der Hauptstrecke. Hier überqueren wir dann auch einmal die Wuppertaler Schwebebahn. Und ja, sind jetzt hier erstmal eben, wie gesagt, auf der Hauptstrecke unterwegs und erst in Wuppertal-Vohwinkel. Zweigen wir dann ab auf die Strecke in Richtung Essen-Steele und bei Dornab. Dort verlassen wir dann die bestehende Strecke und kommen auf die Neubaustrecke. Das ist ganz interessant, denn eigentlich handelt es sich um eine Streckenreaktivierung, allerdings nicht im genauen Verlauf, denn hier überqueren wir die ehemalige Trasse. Die wurde also so nicht reaktiviert, das erkläre ich euch gleich noch genau warum, dann eben hier ein kurzes Stück neu gebaut wurde. Hier erreichen wir jetzt den Abzweig Dornab, das ist kein Bahnhof, sondern nur ein Abzweig. Hier halten wir also nicht an, aber wenige Meter dahinter befindet sich dann der neue Bahnhof Wuppertal-Hahnenfort-Düssel. Der ist komplett neu gebaut. Auch der Streckenabschnitt, den wir jetzt hier befahren, ist komplett neu gebaut. Hier gab es vorher also keine Bahnstrecke. Und hier erreichen wir jetzt eben den neu gebauten Bahnhof von Hahnenfort-Düssel. Und dann geht es weiter über den immer noch neu gebauten Abschnitt. Eine langgezogene Kurve. Und am Ende der Kurve treffen wir dann auf die bereits bestehende und reaktivierte Strecke. Hier erreichen wir dann jetzt die bestehende Strecke. Diese wurde reaktiviert bis nach Mettmann-Stadtwald und von dort aus geht es dann auf dem altbekannten Linienweg, den ich euch auch schon mal gezeigt habe, Richtung Düsseldorf und weiter bis nach Neuss-Kaster See. Ja, warum hat man denn jetzt hier eigentlich eine Neubaustrecke gebaut, wenn es doch eigentlich schon eine bestehende stillgelegte Bahnstrecke gab? Wenn man sich das auf der Karte anguckt, kann man ganz gut sehen, dort befindet sich der Kalksteinbruch Grube-Hahnenfurt und die alte Strecke verlief südlich davon, die neue Strecke verläuft jetzt nördlich davon. Der Grund dafür ist ein ganz einfacher, nämlich die alte Strecke hatte keine Verbindung zum Wuppertaler Hauptbahnhof, sondern die führte zur Nordbahntrasse. Die Nordbahntrasse, das ist auch etwas sehr, sehr Interessantes, eine stillgelegte Bahnstrecke, die zu einem Radweg umfunktioniert wurde und heute mit zahlreichen Tunnel und Brücken mitten durch Wuppertal führt.
steht auch definitiv auf meiner Liste, werde ich so bald wie möglich mal mit dem Fahrrad abfahren. Dann werde ich euch die auch nochmal genauer zeigen. Soweit aber erstmal zur Erklärung. Das ist nämlich der Grund, warum man die bestehende Strecke dann nicht reaktiviert hat, weil man so eben nicht zum Wuppertaler Hauptbahnhof gekommen wäre, sondern die komplette Nordbahntrasse hätte mit reaktivieren müssen. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn man die S-Bahn eigentlich zum Hauptbahnhof verlängern möchte. Deswegen wurde das kurze Stück neu gebaut und so eine Verbindung hergestellt zur Bahnstrecke Essen-Steele-Wuppertal-Vohwinkel und von dort aus geht es dann zum Hauptbahnhof. Hier haben wir gerade Mettmann dann erreicht und sind jetzt hier wieder unterwegs auf der altbekannten Strecke. Ich bin dann in Neandertal ausgestiegen. Von dort ging es dann auch wieder zurück in Richtung Wuppertal. Als ich unterwegs war, waren auch noch die ehemaligen Fahrzeuge, die zweiteiligen Talent hier unterwegs im Mischbetrieb mit den Integralen. Ich hatte aber Glück, dass auf beiden Verbindungen schon ein in Anführungszeichen neuer Integral zum Einsatz kam. Hier jetzt auf der Rückfahrt sogar der, der etwas mehr umlackiert wurde. Die meisten sehen eigentlich noch komplett aus wie bei der BOB. Dieser hier hat zumindest zusätzlich noch einen grauen Detailanstrich bekommen statt dem bisherigen Blau. Man sieht hier auch überall noch die Hinweisschilder, dass die Züge nun von anderen Bahnsteigen abfahren und eben weiter nach Wuppertal fahren. Den Fahrkomfort des Integral habe ich euch schon vorgestellt in den Videos zur BOB. Aber im Vergleich zu den bisherigen Talent ist es eine starke Verbesserung des Fahrkomforts. Die Sitze sind wesentlich besser gepolstert. Es gibt nun endlich auch Reihensitze, nicht immer nur diese Vierersitze. Das heißt, auch wenn man allein oder zu zweit unterwegs ist, hat man ein bisschen mehr Privatsphäre. Und generell ist die Kapazität hier auch etwas höher als im Talent. Ich persönlich finde die Integralzüge gerade von außen relativ laut. Im Vergleich zu den Talent denke ich etwas lauter, aber das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Hier erreichen wir jetzt den Abzweig von der ehemaligen Bahnstrecke und hier seht ihr schon die ganzen BOB-Integrale alle abgestellt. Inzwischen sind die aber alle hier auch im Fahrgasteinsatz unterwegs. Und jetzt sind wir hier auf der Neubautrasse und umfahren jetzt hier eben diese Grube Hahnenfurt, die kann man jetzt hier rechts von uns auch sehen, und kommen dann auf die bestehende Strecke von Essen-Steele. Davor natürlich, wie gesagt, der Bahnhof, der neue Bahnhof Wuppertal-Hahnenfurt-Düssel, den wir hier jetzt erreichen. Also man sieht auch hier der Bahnhof im Design der Regiobahn gehalten, nicht das typische Bahnhofsdesign der Deutschen Bahn. Daran sieht man eben, dass die Strecke auch der Regiobahn gehört. Und jetzt geht es hier noch weiter durch diese Kurve unter der Brücke hindurch und dann erreichen wir auch schon wieder die bestehende Strecke und kommen dann so nach Wuppertal-Vohwinkel. Wir umfahren jetzt hier also quasi einmal nördlich diese Grube und wenn wir die Grube umfahren haben, dann überqueren wir auf einer Brücke die ehemalige Trasse in Richtung der Nordbahntrasse. Und das ist dann eben der Grund, warum es hier diese kurze Strecke gibt, die neu gebaut wurde. Thank you.
sind jetzt hier gleich da. Hier hat man nochmal einen Blick auf die Grube. Und direkt dahinter überqueren wir jetzt hier an dieser Stelle die ehemalige Trasse. Man kann sie hier ganz gut erkennen. Ja, warum hat man denn jetzt eigentlich die relativ alten Integralzüge hier übernommen und nicht neue Fahrzeuge beschafft? Das liegt daran, dass die Strecke komplett elektrifiziert werden soll. Das sollte eigentlich schon längst erledigt gewesen sein, aber das hat sich immer weiter verzögert. Im Moment plant man so ungefähr mit 2026 und so lange brauchte man hier eben noch Fahrzeuge. Dadurch, dass die Strecke verlängert wurde, waren die bisherigen Talenfahrzeuge nicht mehr ausreichend. Da hätte die Anzahl nicht gereicht, deswegen musste etwas Neues her. Und da die BOB eben die Integrale abgegeben hat, passte das ganz gut. Man konnte so die Kapazität etwas erhöhen und musste keine neuen Fahrzeuge beschaffen. Das wäre ja auch unsinnig gewesen. Dieser Abschnitt hier wurde erst Ende 2020 eröffnet und 2026 sollen dann schon die Elektrozüge, in Anführungszeichen schon, die Elektrozüge hier rollen. Und das hätte sich natürlich nicht gelohnt, wegen 6 Jahren Neufahrzeuge zu beschaffen, die dann nach 6 Jahren wieder überflüssig geworden wären. So hat man hier nochmal eine Verwendung für die Integralzüge, die sonst wahrscheinlich verschrottet worden wären. Da es natürlich inzwischen auch schwierig ist, Ersatzteile zu bekommen. Und so haben die nochmal 6 weitere Jahre, in denen man mit diesem seltenen Fahrzeugtyp fahren kann. Also eine ganz gut gelungene Lösung, wie ich finde. Hier sind wir auch zurück in Wuppertal. Wie ich finde, ein sehr, sehr schöner Bahnhof geworden. Zumindest der Teil, der schon fertiggestellt ist. Und hier in Wuppertal endet dieses Video dann auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.